Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann macht es euch halt selber. Hallo, Männer. Der eine oder andere kennt ja noch die gute alte Hangout-Lampe, die wir mal im Hangout gebastelt hatten. Und die hängt ja schon seit, weiß ich nicht, 5 Jahren an meinem Akku hier. Und ihr seht, zieht 0,8 Ampere, also fast 1 Ampere. Und hängt an meiner Batterie, am Solarregler. Wir müssen jetzt mal kurz warten, bis er umschaltet. Da, 12,2. Und wir haben, sag ich mal, sehr punktuelles Licht. Ich gehe jetzt einfach mal hier so ein bisschen in die Ecke und filme mal so ein bisschen rum. Hier sieht man fast nichts. Hier unten meine Müllecke, alles dunkel. Und wenn wir jetzt mal hier so hinter wird es natürlich dunkel, hinten wird es wieder heller, weil da ein bisschen Licht reinkommt. Und wenn wir jetzt hier mal zum Beispiel jetzt ein Ladegerät, oh, auf der Kamera kommt es noch krasser, hier ist ein Ladegerät, was die Batterie lädt, da liegen auch noch ein paar Sachen. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Ne? Und jetzt klemme ich mal meine Dubai-Lampe an. Jetzt habe ich mal die Dubai-LEDs an. Und ich würde sagen, jetzt sind wir auf den ersten Blick, wenn ich hier rumgehe, ihr seht das wahrscheinlich auch schon. Das ist ein wenig heller. Gucken wir nochmal in die Ecke. Aha, hier sehen wir jetzt einen Feuerlöscher, Kabelgelümpsch und irgendeinen Netzteil-Deckel hier. Ne? Haben wir vorher nicht gesehen. Punktuell ist es natürlich am Arbeitsplatz jetzt ein bisschen dunkler. Aber jetzt gucken wir nochmal hier hin. Aha, jetzt können wir das Ladegerät erkennen. Wir können die Klemme erkennen. Wir können die Batterie erkennen. Da hinten sind Klemmen, hier ist alles hell. Und ihr dürft nicht vergessen, das zieht 1 Watt ungefähr. Ein bisschen was über 1 Watt. Ich werde dann natürlich, eventuell könnte man ja hier noch eine LED hinmachen. Noch so ein LED-Streifen. Und dann hätte man punktuell das Licht dann hier auch wieder. Aber insgesamt, guck mal, hier steht Penis. Insgesamt hätte man dann, sagen wir mal, 3 Watt, 2 Watt ungefähr. Ich zeige euch das jetzt auch noch mal. Oh. So, hier ist jetzt der Verbrauch. Ungefähr 100 mA. Ne, das schwankt ein bisschen. Sagen wir mal, ungefähr 100 mA. Habe ich ja auch schon mal gezeigt. Das ist einfach jetzt hier an einer Moped-Batterie dran. Dieses Dubai Action of Free Jewel Leaf hier. Und ja, seit mit 1 Watt gegen Micha hat es ausgerechnet ungefähr 10 Watt, also ein Zehntel, und es ist heller. Und ja, zum Verbrauch und Hashtag Messfehler und so ist mir da gerade was passiert, und das zeige ich euch jetzt auch gleich mal. So, ich habe jetzt mal umgeklemmt, und zwar an eine defekte Batterie in Anführungszeichen, und es zieht ungefähr noch die 100 mA. Und jetzt gucken wir uns mal die Spannung der Batterie an. Ich gehe jetzt mal auf die Klemmen hier. Und wir haben 9,94. Wir tun jetzt mal ein bisschen beobachten, wie die Spannung sich verhält. Ihr seht, die Spannung fällt sehr, sehr langsam. Wobei, wie gesagt, ne, die Batterie hier, der eine oder andere kennt es auch aus meinen Videos, die ist schon uralt, eigentlich Schrott. Und guck mal, wie langsam die fällt. Ich kann ja selbst, ne, also das mit den 12 Volt hatte ich nur so gebaut, dass man es halt auf 12 Volt nutzen kann. Natürlich ist das auch ein ganz normales Joule-Tief. Und ihr könnt, das geht mit 3 Volt oder mit 4 Volt, das ist Boogie, ne? Ich hoffe, das ist klar. Ihr seht das ja auch, ne, geht halt auch mit 9,85, und guckt mal, wie langsam das fällt. Und zum Vergleich hole ich jetzt mal die Hangout-Lampe her und wir klemmen die doch mal an die Batterie hier an. So, ich habe es mal vorbereitet. Das sind die Ruhespannung der defekten Batterie, weil ich finde, an der defekten Batterie sieht man das halt mal ganz gut. Ihr habt ja gesehen, wie langsam die gefallen ist. Und jetzt klemmen wir mal die Lampe an die Batterie. Wir gucken uns da mal die Spannung. Och, ach! Huch, was ist denn hier los? 7,7, 7,6. Also irgendwie kommt mir das so vor, als wenn die schneller fällt. Ha, das ist ja interessant. Oder? Ah ne, ist normal, ne? Ja, na gut. Willst du die LED so überblenden,
dass meine Kamera nicht mehr hinterherkommt. Oh nein, zeig doch die Spannung, du Arschloch. So, jetzt. Oh, 6,8 Volt. Was ist denn hier los? Naja, muss ich jetzt neue Batterie kaufen und mal schön im Baumarkt mit einer 12 Volt LED kaufen, ne? Dann geht das alles wieder. Ich könnte ja auch meinen Schuldief nehmen, aber das stimmt ja alles gar nicht. Ne? Schwarzen Baumarkt, alles klar, Jungs, tschüss.